Die Badewanne verliert bei den Deutschen an Bedeutung bei der Wohnungssuche. Viel wichtiger sind eher helle Räume, große Fenster und Balkone. Auch verständlich, da die meisten nicht so oft in die Wanne gehen, sondern nur duschen. Bei den Japanern sieht das anders aus. Dass die Badewanne dabei ist, ist schon eine Selbstverständlichkeit. Sie wundern sich sogar, wenn eine Wohnung keine Badewanne hat. Für sie ist der wichtigste Punkt bei der Wohnungssuche: Was Toilette bitte? Also, dass die Badewanne und Toilette in separaten Räumen sind. Denn fast 3/4 der Japaner gehen jeden Tag in die Badewanne. Nur jeder 40. geht nur ein-, zweimal pro Woche baden. Sie lieben ihre Bathtime und die Bathtime, die Badezeit. Die Badekultur in Japan ist schon sehr speziell, aber dazu ein anderes Mal. Worauf ich heute hinaus will, ist ein Haus auf Hachijo-Insel in Tokio. Erreichbar mit dem Flugzeug von Tokio Zentrum in 55 Minuten oder mit dem Schiff in 10 Stunden und 20 Minuten. Super nah. Ja, das Haus hat so eine Raumaufteilung. Hier steht Basu. Ja, Badezimmer. 15 Jo, 15 Jo, also 15 Tatami-Matten groß. Das ist eigentlich ganz schön mächtig für ein Badezimmer mit über 20 Quadratmeter. Und daneben steht noch Shosai. Arbeitszimmer? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh doch, das ist ein Haus mit Basu. Genauer gesagt, diesem Basu. Basu, der Bus. Ob Bath oder Bus, auf Japanisch klingt beides gleich, Basu. Fahren kann man mit dem Bus nicht, aber wer mag, kann gerne in diesem Bus chillen und etwas arbeiten. Perfekt für Homeoffice. Bisschen andere Art und Weise. Die Miete dieses Hauses mit 3 Zimmer beträgt etwa 480 Euro kalt im Monat. Und wer mag, kann auch die Wohnung renovieren, wie man möchte. Also, wer Busse mag, nichts wie hin. Japanisch Bathtime genießen ist ziemlich einfach. Oder?